Look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. Ja, herzlich willkommen zurück bei Layers of Fear. Ja, wir sind hier in der obersten Etage vom Haus. Und der junge Mann hier, unser Protagonist, hat wohl ein großes psychisches Problem. Ja. Wer auf Menschenhaut malt, hat definitiv ein Problem. Nein, auch nicht immer die Türen hinter mir zuwerfen. Och, Mann. Okay, mal schauen. Ja, kann ich nichts erkennen? Kann ich hier irgendwo Licht anmachen? Na, natürlich nicht. Aha, wieder so ein Hirschgeweih. Alles voller Weinflaschen. Dieses Gemälde hatten wir vorhin schon mal. Okay. Gut. Das ist eine Tür. Nee. Bitte noch mal zu, ich bin hier noch nicht fertig. Was? Alter, das ist irgend so ein Riesenviech, was einen Menschen frisst. Auszeichnung. Okay. Von. Kann ich nicht erkennen. Ja, Entschuldigung. Okay. Ja, gut, okay, dann hier scheint nichts zu sein. Augenscheinlich jedenfalls nicht. Pass auf dieses Bild hier, das ist ja wohl heftig. Mega heftig. Okay, dann gehen wir mal weiter. Was? I! Nein! Was ist denn jetzt hier passiert? Was ist das denn hier? Ach, guck mal hier. Ein Safe. Okay, zu dem Safe haben wir jetzt noch keine Informationen. Also nicht, dass ich wüsste. Aber vielleicht finden wir jetzt
Ja, oh Gott, überall diese Scherben. Vielleicht finden wir jetzt hier in diesem Durcheinander irgendwas. Also hier hing auf jeden Fall definitiv dieses komische Bild mit diesem Viech, was diese Frau frisst. Hier ist ein Loch in den Dielen. Hier komme ich gar nicht hin, ne? Ja, danke. Ach, guck mal da. 314, also 314. Ja, aber kann man das bei so einem Safe einstellen? Ich weiß ja noch nicht. Aber ich probiere es gleich mal aus. Okay, das liegt jetzt hier hinten, das Bild. Also ich weiß nicht, der muss ja in seinem Wahn das ganze Haus auseinandergerobbt haben wegen den Ratten, ne? Anders kann ich mir das nicht vorstellen, warum das hier so aussieht, wie es aussieht. Okay, hier gibt es keine Informationen weiter. Also, dann war es die. Nee, springen kann ich nicht, also muss ich außen rum. Die 314, oder. Nee, lassen wir mal an. Aber kann ich das auf dem Safe so einstellen? Nein. Nee, das geht ja nur in 10er Schritten. Vielleicht 30. Ja, aber nee. Bei den Saves ist ja auch so immer nur rechts rum und links rum, ne? 10. Okay, nee. Nee, 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 nee. 314. Was bedeutet 314? Also für den Safe ist die Zahl nicht. Vielleicht finden wir hier noch was anderes. Was? Noch was anderes irgendwie. Noch eine andere Info. Ja, schön. Okay. Ein paar Schuhe. Hier ist noch eine Tür. Auf. Nein, nein. Ja, toll. Oh, ich hoffe, dass wir noch an den Safe rankommen nochmal. Irgendwie. Das wäre nämlich jetzt ziemlich blöde. Es ist so dunkel hier. Was? Mitternacht? Nee, 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 nee. Oh, nee, kann ich gar nicht erkennen, was da drauf ist. Ein Strick! Ist nichts drin, was ich gebrauchen könnte. Oder was uns sagt, wie es weitergeht, das weiß ich nicht. Ey, das sieht ja cool aus. Es kann nicht rückgängig gemacht werden.
Die ist natürlich auch verschlossen jetzt, ne? Ja, das war klar. Jetzt wieder der Globus. Andern, unfertig. It cannot be. Andern. Es kann nicht zu Ende sein. Moment, ist das ein Spiegel? Entschuldigung! Es kann nicht rückgängig gemacht werden. Was? Alter, was hat denn der hier gemacht? Moment mal, hier ist eine Tür. Ah, die geht auch auf. Gut, okay, aber Streichhölzer. Kann man hier noch mal durchgehen? Nein, kann man nicht. Was ist hier passiert? Ole, weg hier. Tschüss. Okay. Ach, die ist schon wieder zu, die Tür. Der Hund! Weil wir hatten ja wohl einen Hund, ne? Dem Halsband und dem Maulkorb nachzuurteilen. Den wir, oder die Dinge, die wir in der ersten Folge gefunden haben. Das Kinderklamotten. Ja, sicher. Ach komm schon. Hat er denen auch die Haut abgezogen oder was, um malen zu können? Ach komm, Alter, was für ein kranker Scheiß. Hier irgendwo Türen oder ist das nur so ein langer Gang gewesen? Nein, das war wohl nur so ein langer Gang. Okay, geh mal wieder zurück. Ach, komm schon. Remember how you said it would be nice to have a cat so the baby could have someone to play with? Katze? I just bought us a dog. Oh. Mit welchem Tonfall der das gesagt hat? So. Bisschen Dada in der Birne. Okay. Ein Rollstuhl? Vielleicht für ihn, ne? Wenn er halt eben nicht mehr richtig laufen konnte oder so, weil der stelle mir das ziemlich anstrengend und schmerzhaft vor, wenn man den ganzen Tag auf so einer Prothese rumlaufen muss. Ja, bitte. Die Tür. Na klar. You want this as well. Was? Du willst das wirklich? Nee, you want this as well.
Ja. Ein ehemals großer Künstler, neues Bild von aus Galerien gelacht. Ein ehemals großer Künstler, neues Bild von aus Galerien gelacht. Wovon wir heute Zeuge wurden, obwohl gänzlich ohne Wert, um es einmal künstlerisch auszudrücken, mag dennoch eine unbezahlbare Fallstudie für Psychologen sein. Diese harschen Worte kamen von niemand Geringeren als Jason Hutchs. Der bekannte Kritiker war einer der ersten, der die Werke von zu schätzen wusste und dessen Lob einst zum spektakulären Durchbruch des Künstlers beigetragen hatte. Danach gefragt, ob solch brutale Kritik besonders angesichts der jüngsten tragischen Ereignisse denn angemessen sei, antwortete Hutch. Als Kritiker ist es unsere Pflicht, Kunst zu kritisieren, ohne dabei den Künstler zu bewerten. Der Mann hat in letzter Zeit viel durchmachen müssen und er hat dafür offensichtlich einen hohen Preis zahlen müssen. Dennoch würden wir schweigen und gäben wir auch nur andeutungsweise zu verstehen, dass dies auch nur im entferntesten akzeptabel sei, würden wir dem Künstler damit keinen Gefallen tun. Andere Kritiker waren kaum nachsichtiger als der. Ja, also schon in der ganzen Gesellschaft aufgefallen, der junge Mann. Nee, hier ist sonst nichts mehr. Klar, also wer so ein Verhalten an den Tag legt, ne? Der hat womöglich auch noch versucht, seine auf Menschenhaut gemalten Bilder zu veräußern. Und das wäre es ja nur auch noch. Okay. Ist eine Frau dahinter? Keine Ahnung. Gehe einfach mal links rum. Ja, ist klar verschlossen. Ist die sicherlich auch verschlossen. Immer zwei Gesichter. Soll das vielleicht symbolisieren, dass er zwei Gesichter hatte? Einmal den liebenden Ehemann, wenn auch ja, seine Frau doch oft vernachlässigt haben muss wegen seiner Arbeit. Und zum anderen der erfolgreiche Künstler, der über Leichen geht, um seine Werke malen zu können. Keine Ahnung. Was? Kann ich die weiter aufmachen, die Tür? Nein, kann ich nicht. Was sehen wir hier? Soll ich jetzt hier durchgehen? Hier. Auch wieder zwei Gesichter. Soll ich hier? Ich gehe in der nächsten Folge durch. Danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch ein Like da, ein Kommi oder vielleicht auch ein Abo. In dem Sinne, tschüss!